Was geht ab, Fitnessfreunde, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Das geht gar nicht. Was geht ab, Fitnessfreunde, in diesem Video werde ich ein paar Leute befragen, was deren Lieblingslebensmittel A für die Diät und B für die Massephase sind. Viel Spaß beim Video. Zuerst aber mache ich mir mein Lieblingslebensmittel für die Massephase zum Frühstück, und zwar Haferflocken. Nein, meine Haferflocken sind leer. Egal, dann nehme ich halt noch ein bisschen Knuspermüsli dazu. Ein paar Weintrauben, Milch natürlich, und schon ist mein Frühstück für den Aufbau fertig. Bisschen wenig, oder? Eigentlich müsste ich die vierfache Menge essen für die Kalorienanzahl, die ich benötige. Deshalb gibt es danach noch eine Banane, ein Kohlenhydratriegel und ein Proteinriegel. Die drei Sachen zusammen haben schon 600 Kalorien. Krass, und somit hat dieses kleine Frühstück hier schon 1100 Kalorien. Während meines Frühstücks habe ich Besuch bekommen von Eugen und Tapia. Wir haben hier geschlafen. Habe ich Nele aufs Sofa geschickt. Er darf nicht mehr im Bett schlafen, er pennt jetzt hier. Die beiden gönnen sich erstmal morgens ein Monster statt Kaffee. Und Wichstaschentücher. Ich habe letztens hier auf dem Fernseher ein bisschen YouTube geguckt. Nicht nur YouTube, aber unter anderem YouTube. Und da habe ich ein paar Trickshots gesehen. Da dachte ich mir immer, ey, ich habe Bock, das auch mal zu versuchen. Deswegen, Jungs, zeigt, was ihr drauf habt. Hast du gesehen, Alter? Das war schon mal der erste. Damit mit auf eine Dose, mein Spaß. Ja, Digga, auf deinem Laptop. Ich mach auch mit Kamera, Digga. Und was hast du drauf? Nicht. Das war schon mal nix. Jetzt aber richtig. Fest dran. Das hat echt richtig Spaß gemacht, aber es hat so lange gedauert, ihr glaubt nicht. Erstmal stelle ich Eugen die Kernfrage dieses Videos. Wie oft wichsen Sie am Tag? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten. So, mein Freund, was sind deine drei Lieblingslebensmittel für den Aufbau? Für den Aufbau? Ich esse sehr gern Reis, Nudeln, eigentlich eher so kohlenhydratlastige Produkte sind das bei mir auf jeden Fall. Ich liebe Süßkartoffeln, also Süßkartoffelpommes. Also das ist doch schon mal gut, Reis, Nudeln und Süßkartoffelpommes. Und auch sehr gerne Haferflocken, Instant Oats, die ich von dir bekommen habe. Mhm. Mit einem Proteinshake einfach nur. Nächste Frage. Was sind deine drei Lieblingslebensmittel für die Defi? Bei mir ist es eher davon abhängig, wie viel ich mich bewege am Tag. Und wie viel ich zu mir nehme. Also heißt, Bewegung ist alles. Und könntest du trotzdem was sagen, was du für die Diät empfehlen würdest an Lebensmitteln? Also ich esse sehr gern Gemüse, es füllt ein. Ich habe noch relativ gesättigt dadurch, aber es hat auch nicht viele Kalorien. Guck mal meine Augen an, ich habe mega die Allergie, richtig Heuschnupfen. Schreibt mal in die Kommentare, wer auch Heuschnupfen hat, ist unnormal ätzend, ist richtig nervig. Und ihr könnt sehen, wir sind nebenbei noch ein paar Bilder machen. So, Tapia, hast du ein paar schöne Bilder gemacht? Mega sexy. Vor allem für den Oscar. Und wo gibt es die zu sehen? Wo gibt es überhaupt zu sehen? Bei Badu, Digga. Das ist Flirting-Seite. Chat for free. Oder bei Knuddels. Das ist ein Pädophil, Digga. Hashtag Pädo-Oscar. Was isst du am liebsten so, wenn du jetzt shredden willst oder wenn du aufbauen willst? In der letzten Phase meiner Diät tatsächlich viel Kartoffeln, obwohl auch viel Nuggets gezeigt wurden. Wie viele wissen, Nugget Tapia, Nugget Bowl. Aber Fokus Kartoffeln und Eier. Das ist eigentlich mit Geilste. Weil es füllt, gute Fette, gute Proteinquelle. Man hatte quasi das 9 plus Ultra und es schmeckt geil, wenn man es geil salzt. Und es schmeckt nicht so wie Hähnchen, okay, und toter Reis. Nochmal zum Aufbauen, was du wählen würdest. Eugen hat Haferflocken und Reis gesagt. Zum Aufbauen? Ja. Pizza. Und weiter geht's. Nächste Location für Bilder. Wir haben gerade Besuch bekommen. Was geht bei dir? Nein, ey, nicht schon wieder. Der Hater. Was machst du denn hier? Oder andersrum, was machst du denn hier? Was machst du hier?
in deinem Auto. Wir wollten zusammen was essen und da ist mir die Idee gekommen, Walid auch gleich mal die Frage zu stellen. Kannst du vielleicht deine drei Lieblingslebensmittel für die Massephase aufzählen? Was isst du am liebsten, wenn du zunehmen willst? Pizza, Pommes, Burger. Zweite Frage, was sind die drei Lieblingslebensmittel, wenn du definieren möchtest? Speisequark, auf jeden Fall, Digga. Damit kann man so viel machen. Oder Magerquark. Ja, Speise-Magerquark, das meine ich ja damit. Auf jeden Fall Früchte, ja. Reichlich Früchte, nicht zu viel, wegen Fruchtzucker und sowas, ne? Kohlenhydrate auch. Ja. Aber sonst Speisequark auf jeden Fall, Früchte und damit dann in Kombination natürlich richtig geil, richtig lecker. Aber davon kann man sich ja auch nicht den ganzen Tag ernähren. Ja. Körnigen Frischkäse, ja, okay. Schwarzbrot, nicht viel, also auf jeden Fall Schwarzbrot. Mhm. Gibt ja auch dieses Eiweißbrot, ne? Das ist auch sehr geil. Ja, das ist doch schon mal eine gute Kombination. Schwarzbrot mit körnigen Frischkäse, bisschen Salz und Pfeffer und dann zum Nachtisch Speisequark in der Magerstufe mit Beeren oder so. Spiegeleier, ne? Damit kann man auch richtig viel Sachen machen. Ja, man, Eier. Da kann man auch ein bisschen Sucuk reinmachen, das machen bestimmt voll viele. Sucuk und so und dann mit Zwiebeln noch, Tomaten, richtig geil, richtig lecker. Ich bin ja im Aufbau, das heißt, ich muss nicht darauf achten, dass die Kalorien niedrig bleiben und bei dir so. Ich achte auch nicht so extrem drauf momentan, weil Arbeit einfach zu viel ist. Okay, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, um sich da irgendwie, keine Ahnung, Du machst Sport ja auch so als Hobby nur, ne? Ja, bisschen fit bleiben, bisschen die nicht vorhandene Muskulatur halten. Zwischendurch muss natürlich ein bisschen Energie rein bei New Saigon. Ich weiß nicht, ob man das so lesen kann. Ich versuch's mal zu spiegeln. Hey Jungs, ich hab mein Portemonnaie nicht mit. Ich hab kein Geld. Ich dachte, du gibst aus. Du gibst aus. Keiner hat Geld. Dafür, dass ich so oft getroffen habe. Bei dem Mittagessen musste ich schätzen, alles, was nennenswert ist, ist ja nur der Reis gewesen, Öl und Tofu. Das bisschen Gemüse habe ich nicht eingegeben und ja, ich komme auf einen Schätzwert von 772 Kalorien. Wir sind hier jetzt wieder bei mir zu Hause und Walid guckt sich meine Fitbit-Sammlung an. Denken Sie auch, Sie können sich alles erlauben. Direkt erstmal hier auch nochmal eine Sicherung. Damit er das direkt nicht klaust. Diesen Ton hat jeder. Ich ändere das jedes Mal. Das kennen bestimmt auch viele Leute, die ändern den Ton und dann irgendwo, wenn sie irgendwo im Einkaufszentrum sind, auf einmal hört derjenige den Ton, den er geändert hat, auch wieder irgendwo anders, weißt du? Da denkt man sich direkt erstmal, iPhone verbrennen, Digga. Da hinten ist ein MyProtein-Paket, da sind auch ein paar Sachen für dich drin. Ich will aber jetzt keine Werbung für dich machen. Eugen und ich haben davor ein paar Trickshots gemacht. Hast du auch Bock drauf? Zeig mir, was du von mir willst. Totale Scheiße ist das, ey. Das ist nicht einmal getroffen. Was soll ich denn machen, Junge? Wollen wir tauschen, ey? So schlecht. Der ist jetzt auch weg. Ich räume gerade die Bude ein bisschen auf und zwischendurch gönne ich mir ein paar Supplements. Kreatin, BCAAs und HMB. Richtig ekelhaft. Also entweder trinke ich das als ekligen Shot oder ich mache es ganz voll und versuche das nicht so geschmacksintensiv zu machen, indem ich mehr Wasser benutze. Dann noch Vitamin C und Vitamin D3. Oh, das stinkt schon so, ey. Ich kann nicht mal einen Schluck nehmen. Ich versuch's lieber so. Fuck. Wenn ich es als Pre-Workout trinke mit Citrullin, ist es besser, aber vielleicht mit einem Spritzer Zitrone. Besser. Besser, auf jeden Fall. Schreibt mal bitte in die Beschreibung, was eure Lieblings-BCAAs sind, weil
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben leckere BCAAs getrunken. Fast 3000 Kalorien. Ich werde sicherlich heute beim Training noch ungefähr 500 Kalorien verbrennen. Das heißt, ich werde auf 3500 kommen, die ich verbraucht habe. Und gegessen habe ich nicht mal 2000. Ich gehe meistens auf 500 Kalorien Überschuss. Sprich, ich muss noch ganze 2200 Kalorien essen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Nach dem Training werde ich schon Hunger haben. Und diesen Hunger werde ich versuchen zu nutzen und die Kalorien reinzuballern. Bin schon aus dem Haus gegangen, hatte den schön aber noch vergessen. Wie immer in meinen Shape You Shaker, Citrullin, Arginin. Ich habe heute richtig Bock auf ein Pump, Oberkörpertraining und ich habe noch ein paar Flav Drops Himbeere reingemacht. Mal gucken, wie es schmeckt. So habe ich es noch nie getrunken. Ich mache normalerweise Kreatin mit Geschmack rein, aber Kreatin hatte ich ja heute schon getrunken. Bockt, bockt. Ich sag euch, Mann, Citrullin ist nicht nur für den Pump gut, sondern auch für den Geschmack, weil das macht alles so sauer und ich feiere einfach saure Getränke. Arginin ist geschmacksneutral, soweit ich weiß, also ich schmeck's jetzt nicht raus. Und die Flav Drops Himbeere schmeckt man auf jeden Fall auch. Ich habe so 5 oder 6 Stück reingemacht. Nicht viel, ungefähr 200 Milliliter Wasser, weil beim Training trinke ich sowieso so einen ganzen Shaker nochmal. Gibt es verschiedene Faktoren, die mich motivieren und ihr wisst, Musik zählt dazu. Das heißt, ich drehe jetzt richtig auf, gib Gas, bin gleich beim Training und dann heißt es Oberkörper pumpen. Viel Spaß.
Ich hoffe, das Training hat euch gefallen. Vielen Dank an Marcel, der mich gefilmt hat. Danke dir. Kein Ding, voll korrekt. Dafür fahre ich dich jetzt nach Hause. Yeah. Taxi. Kennt ihr, ihr kommt vom Training, es ist 0 Uhr 9 und ihr denkt so, ihr guckt so auf eure App, MyFitnessPal, ihr guckt aufs Fitbit, denkt so, scheiße, ich muss ja noch 2200 Kalorien essen, wie soll ich das anstellen? Dann denkt ihr euch so, ach Digga, scheiß drauf, Döner, ich bin eh im Aufbau. Hier ist meine letzte Mahlzeit, hier ist dieser Pommdöner, den ich mir geholt habe, mit Falafel, Cocktailsoße und scharfe Soße. Ich feiere einfach die Soßen in dem Dönerladen. Und eine Avocado habe ich drauf gemacht. Ich habe übrigens hier überall ein bisschen mehr Fett reingemacht, weil ich hatte keinen Bock, so viel Instant Oats zu trinken. Deshalb habe ich mich entschieden, einfach die Fette hochzuballern, um meine Kalorien voll zu kriegen. Zum Nachtisch esse ich Ananas- und Kokosjoghurt mit verschiedenen Früchten, Beeren, Nüssen und Kokosnuss. Danach gibt es noch einen Shake mit Instant Oats, Proteinpulver und Gerstengras und einen Ingwertee mit Zitrone und Honig. Um nochmal die Frage dieses Videos aufzugreifen, meine Lieblingslebensmittel zum Zunehmen habt ihr hier gesehen. Das ist einmal Avocado, einmal Haferflocken bzw. gemahlene Haferflocken in Form von Instant Oats, weil man das noch einfacher zu sich nehmen kann, und zwar indem man es trinkt, und Nüsse, sei es jetzt Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse oder vielleicht Kokosflocken. In der Diät nehme ich hingegen am liebsten Lebensmittel zu mir, die mich satt machen, also die mich füllen, aber die nicht so viel Kalorien haben, wie Kartoffeln, Gemüse und Salat. Hier muss jetzt noch 300 Gramm Joghurt rein und dann habe ich meine Kalorien voll. Fitnessfreunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich jedenfalls freuen, da mache ich noch mehr solche Videos. Und bis zum nächsten Video. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Hier seht ihr das nächste Video, das für euch vorgeschlagen wird. Hier könnt ihr mich unterstützen und bei MyProtein bestellen. Und hier findet ihr mein Instagram und Snapchat. Fitnessfreunde, haut rein.